Jesus. Ja, servus Leute und willkommen. Heute nehme ich euch einmal mit zum Rundflug mit der DJI Phantom 3 Advanced. Ich habe mir die Drohne gebraucht gekauft und ja, ich habe sie mir besorgt, um auch einmal Luftaufnahmen aus der Landwirtschaft zu machen. Und ich habe mir gedacht, heute nehme ich sie mal und zeige euch einmal unseren Hof von oben. Einmal Bilder im verschneiten Zustand von heute und einmal vor ein paar Tagen, als alles, ja, noch nicht verschneit war, also quasi abgetaut und nur feucht. Ja, man sieht unser Grundstück von oben, die ganzen Gebäude, Scheune, Maschinenhalle, Pferdestall. Hinten jetzt da die Koppeln. Die teile ich mir immer mit Elektrozaun ab. Rechts neben der Maschinenhalle sieht man auch einen Entenweiher. Ja, das Ganze jetzt einmal von der anderen Seite betrachtet. Ist schon faszinierend, die Höhe, die man mit dem Ding erreicht. Und also ich meine, ich flieg nach Vorschrift, ich fliege nicht über die 100 Meter und nicht außerhalb der Sichtlinie. Aber es ist schon mal faszinierend, wenn man einfach einmal eine andere Perspektive sieht und nicht immer nur das vom Boden aus, von oben. Das ist schon mal was anderes. Ja, hier mal von oben, direkt in der Bildmitte der Ziegenpferdestall. Oberhalb, also quasi, wir fliegen jetzt gerade drauf zu, das ist die Maschinenhalle. Das fast quadratische Gebäude ist die neue Halle. Rechts dran das längliche ist die alte Halle. Der Entenweiher ist zu sehen. Das Feld da vor uns, das ist Unersch. Hat ca. 2,71 Hektar. Heuer haben wir allerdings nur, ja, wie so Blumenwiese angepflanzt. Letztes Jahr war Getreide drauf, Tritikale. Dieses Jahr haben wir das bleiben lassen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das Zeug überhaupt was wird, weil das sollte für die Biogasanlage sein. Ist kein reines Kleegras, sondern wirklich so Blumenwiesenzeug. Aber ob das was wird? Ja, oben in der Mitte vom Bildschirm hat man jetzt gerade eine Wiese gesehen. Da habe ich letztes Jahr mal Heu gepresst. Die gehört auch uns, hat auch nochmal 0,9 Hektar. Yachtgenossenschaftshalle. Steht der Mähdrescher mit drin. Dann, ja, da wieder das Grundstück von oben. Ja, da unten ist das Hühnergehege. Ja, direkt voraus, wie gesagt, Hühnergehege. Da sieht man die Hühner. Ganz geheuer ist ihnen natürlich das Flugobjekt da nicht. Aber die sind jetzt nicht so panisch, dass sie wie die Verrückten der Vorrenner oder was,
Ist ihnen nur nicht ganz geheuer, weil wir hatten hier schon oftmals Probleme, dass mehrere Krähen zusammen auf eine Henne losgegangen sind. Und durch solche Angriffe habe ich mittlerweile schon, jetzt muss ich mal überlegen, ja, 5 Hennen waren es bestimmt schon, die ich dadurch verloren habe. Also, wo andere den Hühnerhabicht haben, da habe ich die Krähen. Da haben wir alles Mögliche schon probiert, Vogelnetz und dergleichen. Ja, also wir wohnen ja richtig schön im Grün. Das ist das Schöne, wenn man Landwirtschaft hat oder auf dem Land draußen wohnt. Auch wenn immer so viel davon übrig ist und leider Gottes immer mehr zugebaut wird. Aber wir haben nach unten raus einen sehr schönen grünen Blick, im Sommer besonders schön. Das Grundstück nochmal von unten. Da stehen auch die Bäume dran. Das ist dann im Sommer richtig schön zugewachsen. Da schaut einem keiner einfach rein in den Garten. Die ganzen Eichenbäume ringsherum gehören auch uns. Da noch einmal ohne Feld. Recht lang gestreckt. Ja, einfach einmal so ein Rundumschwenk. Da unten ist dann wie so ein kleiner Pony-Ranch. Da sieht man noch ein paar Kach. Die Sicht bei dem Wetter natürlich ein bisschen schlechter. Ja. Da nochmal ein direkter Überflug über den Pferdestall und über die Weiden. Sieht man ein paar Obstbäume, die gehören auch zu uns dazu. Ist ja klar, stehen ja mitten im Grundstück. Da noch einmal die Maschinenhalle und dahinter eine Weihe und der Bauwagen. Ja, auf dem Weihe, da schwimmen die Downy und eine Ente. Daunenfein heißt sie. Ja, guck, da unten bin ja ich. Kameraschwenk. So, jetzt haben wir mal ein paar Bilder noch im Grünen. Das ist ein paar Tage früher entstanden. Da sieht man schon auch auf unserem Feld, obwohl wir Hanglage haben. Selbst da ist es recht nass. Wir haben übrigens auch Erosionsklasse 2 auf dem Feld. Erosionsklassen 2. Bedeutet so viel wie, wir dürfen das Feld über den Winter nicht brach liegen lassen, also nicht geackert oder gegrubbert liegen lassen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass was angepflanzt ist. Wir könnten das Stoppelfeld stehen lassen und im Frühjahr ackern. Problem bei uns ist ganz einfach, wenn wir das im Frühjahr versuchen, da kommst du mit den Maschinen nicht mehr rein. Das wäre frühestens, dass du im April oder Mai ins Feld reinfahren könntest. Und um dann Sommergetreide anzubauen, ist es zu spät. Deswegen bauen wir immer Wintergetreide an, dass diese Flächen eben belegt sind. Ja, und wir haben übrigens Erosionsklasse 2. Und 2 ist, wie gesagt, diese Vorschrift. Das Feld davor, was man da sieht, hat bloß Klasse 1. Die dürften es liegen lassen. Der Landwirt da, der macht aber schon lange nichts mehr. Der lässt es einfach nur noch so laufen. Und es wird immer Biogas, das Kleegras drauf. Ja, und das Feld da hinten. Da ist er letztes Jahr dann ein anderer Bauer mit seinem 220 Tonnenmetrischer gewesen. Ein großer Johnny, der ist abgesoffen. Der kriegt nicht einmal rumgeackert.
Ja, hier jetzt mal einen kleinen Rundumschwenk. Unten zu sehen mein Lois, hinten das kleine Gehöft ist Schwarzholz. Ja, der Friedhof. Kieswäsch. Schwenk übers Neubaugebiet. Ja, da ist Burg Haik hinten, Kulmbach und die Blassenburg. Also es wird langsam eng. Landwirtschaft hat fast keine Chance mehr. Auch oberhalb von unserem Grundstück wurden mittlerweile Häuser gebaut, die dort eigentlich hätten nie gebaut werden dürfen. Zumindest nicht nach dem Gutachten, das vor 30 Jahren entstanden ist. Da hieß es da oben, der Boden ist so nachgiebig, dass wenn gemacht wird, die Häuser fangen alles rutschen an, der Hang rutscht. Es sind dann trotzdem Häuser gebaut worden und ja, wenn man mal die Bilder von früher und von heute vergleicht, der Hang ist ins Rutschen gekommen. Wir haben eine deutlich höhere Hanglage jetzt im Grundstück drin als vor 30 Jahren. Und das kommt halt durch diesen Bauwahnsinn, der hier betrieben wird, weil jeder aufs Land ziehen will, die vergessen aber alle. Wenn jeder aufs Land zieht und Flächen versiegelt werden, dann haben wir trotzdem kein Land mehr. Und die Problematik haben wir übrigens jetzt in in Seidenhof unten. Wir haben am Bahndamm unten eine kleine Wiese. Die hat nur 0,57 Hektar. Und letztens stand in der Zeitung ein schöner Bericht, dass die Bahn geplant hat, eine Brücke über den Bahndamm zu bauen und die zwei Schrankenübergänge wegzumachen. Die Schrankenübergänge wären ja so gefährlich. Und ja, wir wussten noch gar nichts davon, aber unsere Wiese ist wahrscheinlich mit betroffen, so wie das aussieht. Und auf unserer Wiese soll die Straße und ein Teil der Brücke mitstehen. Es ist natürlich schön, wenn weder die Bahn noch die Stadt Kulmbach die Landwirte Bescheid sagt, dass uns das Zeug weggenommen wird, dass da was gebaut wird. Man kriegt da nicht einmal mehr Informationen drüber, also es ist langsam nicht mehr schön. Ich weiß nicht, wo das noch hinführt, aber wenn sie jetzt dann im Endeffekt schon so enteignen, Tom, wer weiß, wie lange es da noch geht. Früher hieß es einmal, wer ein Grundstück hat, der ist sicher. Heutzutage ist das auch nicht mehr so. Naja, weg davon. Also hier nochmal das Grundstück von oben. Hinten auf dem Pferdeziegenstall und auf dem Carport davor haben wir eine Photovoltaikanlage. Die haben wir vor ein paar Jahren integrieren lassen. Oder montieren lassen. Ja, den Platz vor der Maschinenhalle sieht man noch einmal. Und eine alte Werkstatt, wo der Schürofen steht. Wir schüren nun ein ganzes Haus oder wir machen das ganze Heißwasser mit der Heizung. Alles mit Holz. Ja, der Reili spinnt schon wieder. Das ist ein kleiner Kasper. Fecht immer rum. Vorwitziger kleiner Kerl. Ich muss nur immer aufpassen, der klaut mir mal die Drohne noch aus der Luft. Beim Startvorgang muss ich nicht mehr zusammenstutzen. Das ist immer frech. Da will er immer nachgehen. Aber mit der Nase in die Propeller ist nicht gut. Ist ja klar, ne Rotzlöffel. Huhuhu. Geht ein Leo-Ärchen. Ja, ich hoffe, das kleine Video, dieser Luftflug hat euch gefallen. Und hat euch Spaß gemacht. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch was. Servus, bis zum nächsten Mal.